Hi, ich bin's Zari. Heute möchte ich euch mal einen Holzvergaser vorstellen. Und zwar von der Firma Kenway Outdoor. So wird der geliefert in so einem Karton. Und das ist das Modell OTCS02. Gibt es in zwei Modellen. Ich habe mich für dieses Modell entschieden, wegen der Topfauflage, weil da kann man den Vergaser noch viel besser befeuern. Das werde ich euch aber gleich noch zeigen. Ja, packe ich ihn mal aus und dann schauen wir uns mal den Holzvergaser an. Ja, kommen wir mal zu den technischen Details. Die Marke ist Kenway, das Modell ist OTCS02. Material besteht aus Edelstahl und das Gewicht ist 580 Gramm. Die Maße im aufgebauten Zustand im Durchmesser 13,8 x 20 cm, im zusammengebauten Zustand 13,8 x 8 cm. So, kommen wir mal zum Lieferumfang. Ich packe ihn mal aus. Im Lieferumfang ist eine Gebrauchsanweisung enthalten in verschiedenen Sprachen. Ebenso ist er sehr schön in einer Netztasche verpackt. Der Kenway Outdoor Ofen besteht aus einem Lufteinlassring. Ich baue ihn direkt mal zusammen, da können wir mal sehen. Als nächstes setzt man die Verbrennungskammer drauf. Dann kommt die Aschebox in die Verbrennungskammer hinein. Und das Topfkreuz. Von hier vorne kann man schön befeuern, wenn er am Brennen ist. Und die Topfstützen sind individuell verstellbar. Kann sie ganz nach außen für große Töpfe oder wenn man nur eine Tasse hat, klappt man es nach innen. Aber das werde ich euch gleich noch zeigen. Ja, und so sieht er denn aus, wenn er zusammengebaut ist. Man kann den Spirituskocher auch anders nutzen, indem man die Topfauflage wieder runternimmt, die Aschebox herausnimmt, die Aschebox verkehrt herum in den Holzvergaser einsetzt. Dadurch wird die Höhe reguliert und dann kann man einen Spirituskocher einsetzen und mit Spiritus kochen. So kann man die Topfauflage regulieren. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und den mache ich nur in einer Tasse.
Ja, und so funktioniert der sehr schön mit einem Spiritusbrenner. Der Vorteil, der Holzvergaser und das Geschirr verrußt nicht. So, der Kaffee ist jetzt fertig. Dann werden wir jetzt mal den Kaffee genießen und dann zeige ich euch als nächstes, wie man den Holzvergaser mit Holz befeuert. Ja, ich habe den Kenway Holzvergaser jetzt mal mit Holz befüllt und werde ihn jetzt mal versuchen, mit dem Schlageisen und Feuerstein hier ein Zundernest zu entzünden und dann den Hobo damit anzufeuern. Dazu nehme ich eine alte Feile. Und etwas Charcoal, was ich mir vorher vorbereitet habe. Dann habe ich hier noch so einen Feuersteinsplitter. Und dann versuchen wir das jetzt mal, den Funken einzufangen. Da haben wir schon Funken. Seht ihr? Kommt jetzt hier ins Zundernest hinein. So ein Holzvergaser zündet man immer von oben an. Und jetzt lassen wir ihn mal richtig schön anbrennen. Und dann können wir das Topfkreuz aufsetzen. Also die Luft vermischt sich mit dem Holzgas und dadurch findet eine sekundäre Verbrennung statt und eine zweite Verbrennung kann dann folgen. Das Gute hier bei so einem Holzvergaser ist, das Holz verbrennt fast rückstandslos. Wie gesagt, ich habe jetzt Feuer gemacht hier mit so einer Feile und so ein paar Splitter von Feuersteinen. Zu essen gibt es dann Schweinegulasch mit Nudeln. Hier sieht man jetzt schön die sekundäre Verbrennung, wie das Holzgas seitlich aus den Öffnungen herausströmt und direkt Feuer fängt. So, nun kann man auch das Topfkreuz auflegen. Der Vorteil bei diesem Holzvergaser ist auch, es ist keinerlei Rauchentwicklung. Man hat ein wirklich schönes Feuer, wo man langfristig drauf kochen kann, weil der Verbrauch ist sehr gering. Und man hat überhaupt keine Rauchentwicklung, wie ihr hier sehen könnt.
Das Nachlegen ist auch gar kein Problem. Durch diese schöne Öffnung hier vorne kann man immer so ein paar Ästchen nachlegen. Macht richtig Spaß. So, dann fangen wir jetzt mal an zu kochen. So. Ich muss sagen, die trifft ab. Der Kocher. Seht ihr, wie schön der brennt? Im Nu hat man sein Essen dann heiß. Das sieht gut aus, oder? Also Fazit ist, das Packmaß ist ideal von 13,8 auf 8 cm, passt wunderbar in jeden Rucksack. Er ist vielseitig einsetzbar. Man kann ihn mit Spiritus befeuern, man kann ihn mit Holz befeuern, man könnte auch Esbitwürfel drauflegen. Also ich kann dieses Teil nur empfehlen. Das Material ist aus Edelstahl, es verzieht sich nichts, ist einfach in der Handhabung. Der ideale Begleiter bei Events, Camping und Outdoor-Aktivitäten. Also ich gebe einen Daumen hoch für diesen Holzvergaser. Das Essen ist jetzt fertig und es ist immer noch genügend Glut. Man könnte jetzt immer weiter nachlegen noch. Und die Hitzeentwicklung ist immer noch. Also ich könnte jetzt locker noch einen Kaffee da drauf kochen. Ja, dann schauen wir uns jetzt noch mal an, was übrig geblieben ist an Asche. So, der Holzvergaser ist jetzt aus. Und da schauen wir mal rein. Er hat doch schon abgekühlt. Viel bleibt da nicht übrig an Asche, wie man sehen kann. Ich hole mal die Aschebox heraus. Tja, das ist so gut wie gar nichts. Also es ist wirklich so, es verbrennt alles rückstandslos, bleibt nichts übrig und verzogen hat sich hier auch nichts, passt alles noch wunderbar ineinander. Wie ihr sehen könnt, top. Ja, den Kenway Holzvergaser könnt ihr über Amazon beziehen. Den Link blende ich hier ein. Und dann nochmal vielen Dank an das Kenway Outdoor Team, die mir den Holzvergaser kostenlos zur Verfügung gestellt hat, damit ich ihn für euch testen konnte. So, ich schlage jetzt noch mein Lager zusammen und dann bin ich raus. Tschüss, euer Zari Survival.